Gleitschirmfliegen fasziniert mich eigentlich, die Vogelperspektive, die Welt eigentlich mit anderen Augen zu sehen. Ja, das ist was absolute Freiheit schenkt. Also ab dem Moment, wo ich diesen Rucksack in die Hand nehme, gibt es einfach nur noch das Hier und Jetzt und es ist einfach nur noch das pure Erleben draußen in der Natur und kann man sich eigentlich Schönes vorstellen. Ein perfekter Tag ist, einfach in der Früh gleich seine Sachen zu packen, ich dann noch in der Morgenkälte langsam wirklich das Bewegen anfange, man merkt, dass die Muskeln wach werden, dass man warm wird. Und dann steht man da alleine auf einem Berg oben in absoluter Ruhe. Und dann ist es geil, wenn du dann deinen Schirm auspackst, alles vorbereitest, dich einpackst und du ziehst dann eigentlich den Schirm über dir auf, kontrollierst nochmal alles und da beginnt es dann bei mir, wo ich meinen Kopf komplett ausschalte und nur noch mich aufs Fliegen konzentriere und alle Probleme außenrum verschwinden. So, und ab dann ist pures Vergnügen. Das Geniale am Gleitschirmfliegen eben ist, dass man eigentlich nicht viele Sachen braucht, aber im Prinzip hat man einen Rucksack mit ein paar Fetzen Stoff und vielen Leinen dabei. Man kann wirklich sagen, dass wir hier als erste Generation die Möglichkeit haben, den Traum vom Fliegen sich wirklich ganz einfach erfüllen zu können und die Welt eigentlich mit anderen Augen zu sehen. Das ist ein atemberaubendes Gefühl, das ist ein richtiges Freiheitsgefühl. Man hat eigentlich nur sich und die Natur.